Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum nächsten Video. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen. Ein paar von euch haben sich Live-Casino gewünscht und ich habe heute darauf auch Bock und deswegen habe ich mir gedacht, Blackjack geht. Und ja, wir gehen direkt rein, Blackjack. Ich hoffe auf ein paar gute Karten und ja, auf geht's. So, ich bin drin. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich habe jetzt ein paar Minuten am freien Platz gesucht. Und jetzt habe ich einen Platz und jetzt bleiben wir drin. Und ja, wir fangen klein an. Man kann keine Sidebets hier spielen auf der Seite, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich zocke auch nicht so oft Blackjack oder Live Casino. Vielleicht wisst ihr es ja, warum ich hier keine Sidebets spielen kann. Kein Plan, dann spiele ich halt ohne. Komm, gib mir einfach das Ass. Oh, Bube ist gut. Jetzt das Ass. Komm. Ass. Ja, ist gut. Erste Karte. Wir sind übrigens hier ganz hinten links. 20 erstmal immer stehen. So. 20 gegen 8 müssen wir eigentlich gewinnen. Jetzt zieh einfach eine 10 und gut ist. After hit, so we got 18 for you. Good score, maybe 10. And of course, congrats on your mixed pair side between 6 and payout this year. Sent 11 here. Maybe double down. Dem gönne ich aber auch eine 10 jetzt. Komm, gib dem Jungen eine 10. Gib ihm eine 10. Bitter. Schade. Sound. What about 13? It's hit. Congrats on your straight side between, of course, 10 to 1 payout is yours. After hit, it's 19 for you. Good score, maybe stand. Das nervt mich halt am Live-Casino. Dauert halt recht lange, bis man dann wieder dran ist, wenn der Tisch so voll ist. Jetzt einfach eine 10. Ja, also gut. Gewonnen. Und nochmal. Ich finde schade, dass man jetzt keine Sidebets spielen kann. Aber ich war eben auf. Bei anderen Tischen konnte ich auch keine Sidebets spielen. Ja, und dann bin ich jetzt hier hingegangen. Und da war mir egal. Spielen wir halt ohne Sidebets, wie gesagt. Noch eine 10. Ah, fuck, Alter. Jetzt bitte keine 4, weil das wäre eine Sidebet, das wäre eine Straße. Ja, okay, WE. 13 gegen 5, lassen wir stehen. 500%. Why not 13? Here on 13, let's see. 18 for you. What about 18? What about 16? What about 16? What about 16? Let's hit. That's 17. Good score, maybe 10. Ja, Live Casino ist halt, finde ich, ein bisschen langweilig. Ich spiel's auch gerne so wie jetzt gerade. Ich bin gerade ein bisschen müde. Nein, jetzt hat er eine 20 verloren. Shit happens. Wir gehen nochmal mit 15 Euro drauf. Die Runden dauern halt verdammt lang und ja, ich weiß nicht. Ich spiele halt ehrlich gesagt lieber Slots, aber heute habe ich auch Lust. Eine 10 ist gut. Ist ein Ass oder noch eine 10? Ja, ist gut. Ist gut. Es war keine Sidebet, wäre jetzt eine Sidebet gewesen, eine kleine. Aber es ist trotzdem gut. 20 gegen 7. Also nochmal drauf zurückzukommen. Ich finde so Live Casino recht langweilig. Spiele ich lieber Slots, aber ja, wenn so. Ich bin ein bisschen müde, kam eben von der Arbeit. Und dann schön chillig noch eine Runde Blackjack. Geht. What about 12?
Ich verstehe kein Wort, was die da reden. Ich verstehe wirklich kein Wort. Es dauert halt auch Ewigkeiten, bis man dann nochmal dran ist. Aber es ist, jeder Tisch ist hier ran voll. Ich habe eben geguckt, ich wollte eigentlich einen Tisch, wo ich nur mit 1-2 maximal an einem Tisch zusammensitze. Aber um die Zeit sind die ganzen Suchtkrüppel, sind die ganzen Suchtis am Spielen. Nein, Spaß. Aber die Tische sind um die Uhrzeit immer voll. Ich weiß nicht warum. Jetzt einfach eine 10 und gut ist. Gib dir eine 10. Komm, gib dir einfach eine 10. Jo, gewonnen. Jo, merci. Wiederholen. Hey, good luck. Merci. Ich habe aber oft in den Kommentaren gelesen, zock doch mal Live-Casino, zock doch mal Blackjack, zock doch mal Roulette, zock doch mal Deal or No Deal. Ich sage euch eins, Deal or No Deal werde ich niemals wieder zocken. Ich habe das einmal gezockt, für mich einfach nur Scheiße, einfach nur Müll, Schmutz, Deal or No Deal, ne. Kann gut sein, dass da Leute viel Geld gewonnen haben. Ja, aber ne. Nichts für mich. Fand ich absoluten Schmutz, wo ich das gespielt habe letztes Mal. Die Scheiße werde ich nicht mehr zocken. Jetzt. Oh. Bitte jetzt kein König, sonst. Ah, da hätte ich aber lieber einen König gehabt. 15 gegen 10. Ich ziehe eine Karte. Ich ziehe nur eine Karte. Gib mir einfach eine 5 oder eine 6. Einfach eine 5 oder 6. Alter, was hat er denn vor? 80.000. Ich glaube, das ist aber eine andere Währung. Also ich glaube nicht, dass das Euro oder so ist. 80.000, ey, was hat er denn vor? Gib mir einfach eine 5 oder eine 6. Bitte, Bruder. Ja, ich hätte eh verloren. Guck, er hat eine 20 gehabt. Hätte ich es gekauft oder nicht, wäre egal gewesen. Einmal kurz klein spielen, damit wir gerade sind. Okay, 120.000. Ah ja. Gib mir einfach jetzt ein Ass. Ass, ich will einen Blackjack sehen, komm. Oh, 100. 13 gegen 6 lassen wir ausstehen. Gute Chancen, dass er sich überkäuft. Verkauft. Ich bin ein bisschen müde, Leute. Ich trinke hier gerade schon Red Bull. Aber irgendwie merke ich davon gar nichts mehr. Ich glaube, ich bin immun gegen Kaffee, Red Bull und den ganzen Kram da. Boah, eine 11 doppelt, ja, das ist ja gut. Boah, 19. Komm, jetzt überkauf dich einfach. Zweimal eine 10 und gut ist. Zweimal eine 10. Zweimal eine 10. Jetzt eine 10. 10, 10. Er kriegt 21, Alter. Er kriegt einfach 21. Ich bin mit 120 Euro gestartet, jetzt bin ich bei 80, wenn ich verliere, dann 40 Euro weg. Ich hab mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr als 50 Euro beim Live-Casino hier zu verzocken. Die gehen halt auch schnell weg, wenn nichts kommt, wie auch natürlich an den Slots, das ist ganz klar. Gib mir jetzt noch eine 5, gib mir noch eine 5. Was macht der denn da? Ja, 12 gegen 2. Was soll ich machen, Dicker? Was soll ich machen? Wenn ich jetzt ziehe, ist ein Fehler. Und wenn ich jetzt nicht ziehe, ist auch ein Fehler.
Sieh einfach. Bitte jetzt keine 10, Dicker. Ich bereue es irgendwie schon. Boah, perfekt. 21, okay. Bin ich mir mal so unschlüssig bei 12 gegen 2. Weil er kann nur so viel Karten eigentlich ziehen. Okay, hat sich hier überkauft. Jawohl, wir sind wieder bei 120 Euro. Alles gut. Thank you. Also, ich habe eben schon angesprochen. Maximal 50 Euro wollte ich hier im Live-Casino verzocken. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir verzocken. Wir klettern jetzt auf 200 Euro und gut ist. Mein Plan so. Ah. Eine 7, gib mir eine 7. Gib mir eine 7. Perfekt. So, und jetzt double ich. Gib mir einfach jetzt ein Ass oder eine 10, Bruder. Ihr wisst, was das heißt, wenn ich jetzt verliere. Dann war es ja schon mit Live Casino. Weil dann bin ich bei meinen minus 50. Wenn wir jetzt aber gewinnen, dann sind wir bei 180. Oder? Habe ich jetzt falsch gerechnet? Ich glaube, ich habe ein bisschen falsch gerechnet. Aber ich, wenn wir jetzt verlieren... ja, dann sind wir auf jeden Fall bei den minus 50 Euro. Ich hoffe einfach jetzt auf eine 10 oder eine Ass. Boah, er kriegt eine 10. Sei ihm gegönnt. Aber bitte gönn mir auch. 10 Ass. 10 oder ein Ass. 10 oder Ass, Bruder. Ja, wenn ich jetzt gewinne, 160 Euro. Ich habe mich verrechnet. 7, Alter. Bitte überkauf dich jetzt einfach. Nein. Jetzt 10. 10, 10, 10. Fick dich. Nein, Spaß, er kann nichts dafür. Er verteilt nur die Karten. So viel zu dem Thema, nur 50 Euro verzocken, Alter. So viel zu dem Thema, Mann. Mann, ey. Hätte ich jetzt auch teilen können, ich weiß, aber ich will jetzt nicht nochmal 40 Euro riskieren. Ich hoffe, dass er sich jetzt wenigstens überkäuft. Jo, er ist auch müde. Der freut sich auch schon auf sein Bett. Oh, Digga, mach doch mal hin. Gib ihm einfach eine 7. Ja, ist gut. Behalt einfach. Und jetzt überkauf dich. Zweimal eine 10 und gut ist. Komm, zweimal eine 10. Jo, zweimal eine 10, komm. Und nochmal eine 10. Oh, Alter, willst du mich verarschen, Alter? Raus hier. Scheiß auf Live-Casino, ey. So, also Live-Casino. Bitte schreibt mir das nicht mehr in die Kommentare. Nein, Spaß. Ich hätte es auch heute so oder so gezockt. Ich hatte mal Bock. Ich könnte jetzt natürlich nur Roulette gehen, aber scheiß drauf. Ich habe keinen Bock jetzt. Jetzt. Stand jetzt kein Bock auf Live-Casino. Eben hatte ich nur Lust. Jetzt nicht mehr. 60 Cent, komm,
Gönn du wenigstens. 6 Euro haben wir nur drauf. Bonus! So eine beruhigende Musik. Die brauche ich jetzt auch. Die brauche ich jetzt auch. Aber so schade eben. Mit dem, wo ich den Einsatz verdoppelt habe. Egal. So ist halt zocken. Wer kennt's nicht? Bring den noch mal, ey. Diese Mäuse. 1,20 Euro. Erster Gewinn. Komm, Bonus, Bonus. Einmal zu wenig. Bonus. Oh, die Musik ist so schön. Da schlafe ich echt gleich ein, wirklich. Die Augen fallen mir schon zu. Dann noch so eine schöne Musik. Ah, Mann. Bonus, 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 Bonus. Das zählt auch als Bonus. Eigentlich kann es auch heute nur schief gehen. Ich zock am 13. am Freitag den 13. Es kann nur schief gehen. Check ich jetzt erst. Hier kommt ja wirklich auch genauso viel wie beim Live-Casino. Bonus, Bonus. Ich will einfach mal nochmal Freispiele sehen. Komm. Bonus. Ach, Müll, ey. Ja. Bonus. Oh, Bruder, ey. Ein Zwett bis jetzt nur gehabt. Sonst noch gar nichts. 1,20 Euro war ein höchsten Gewinn jetzt. Die Leute verarschen wieder. Hier ist miese Prise wieder angesagt. Oh Mann, komm hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Oh, gibt es doch nicht. 3,75, jawohl. Höchster Gewinn bis jetzt. Oh, jetzt läuft er aber 1,92, jawohl. Bonus. Oh, Mann. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Geh hoch, 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 hoch. Oh, Mäuschen, Mann. Warum machst du das mit mir? Mann, Drache fehlt. Ey Mann, bitte. Gönn doch Freispiele jetzt. Na, geh runter, geh runter. Ey, gönnt aber auch gar nichts. Wenn runter geht, ist so ein Mini-Freispiel, sag ich mal. Wo man 3 Freispiele bekommt. Wenn 2 von den White-Frauen kommen. Also wenn die dann komplett zu sehen sind. Jetzt komm, geh runter. Ja, da ist es. Das Mini-Feature. Mini-Feature. 6 Euro schon mal. 2 Wii Spins, nicht 3, okay, 2. Komm, gib ein gutes Bild vorne. Ja, stopp! Oh, nee. Oh, Bonus! Zählt das jetzt als Bonus eigentlich? Ich glaube nicht. Doch, vergebener Bonus.
Ist das? Ich weiß. Oh, jawohl, schön, schönes Bild. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, aber so auf jeden Fall zwei volle Linien. 26,10 €, ist okay, ist okay. Und wir haben ja noch die 7 Freispiele, weil die ja am Anfang kamen, also beim zweiten Spin, egal. So, und auf geht's, komm, wir brauchen jetzt die Wild-Frauen wieder. Wir brauchen die Wild-Frauen. Ja, eine ist schon mal da. Bleibt mit Sticky halt. Und gibt einen extra Free-Spin dazu. Komm, und jetzt vorne noch ein... Durchgelaufen. Komm, vorne, gib vorne, 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 vorne. Komm, Püppchen. Mann, komm. Oh, schade. Jawohl. Nochmal ein Free-Spin. Jetzt in der Mitte noch. Jetzt in der Mitte noch. Jetzt fehlt er nur noch in der Mitte. Jetzt fehlt nur noch ein weißes Symbol in der Mitte. Mann. Noch ein Free-Spin. Letzter Spin. Letzter Spin. Ah, schade. Aber 41 € ist gut. Ist okay. Ist gut. Ein Schluck von meinem Red Bull. Wir leben. 75 € wieder. Gut. Gönnt auf jeden Fall schon mal mehr als Live Casino. Komm, geh runter, geh runter, geh runter. Ne, natürlich nicht. Bonus, Bonus, noch ein Bonus, komm, Bonus, 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 Bonus. Nein, durchgerutscht. Jawohl, aber wenigstens die. Ah, und ist ja dann Freispiele, glaube ich. Ich check das manchmal nicht. Ist das, ja, jetzt haben wir das auf jeden Fall. Bonus nochmal. Ah. Komm, 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 komm. Null. Aber Bonus jetzt, oder? Ne, auch nicht. Ich check's nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Ist mir schon mal aufgefallen. Aber 0 € diesmal. Mann! Bonus. So kann das natürlich auch gehen. 0 €. Feature beendet. Wer kennt's nicht? IOVs. Feature beendet. Geil. So war das gerade auch. Gönnst du jetzt nochmal oder? Ich weiß nicht, ob ich hier rausgehen soll oder noch ein bisschen bleiben soll. Bonus! Schade. Ich glaube, ich gehe raus. Bei 60 € gehe ich raus. Vielleicht könnte jetzt noch mal auf den letzten Spins. Bonus. Fuck you. Ja, und raus, aber war okay, wir sind wieder bei 60 €. So, Immortal Romance habe ich auch hier und da schon mal in den Kommentaren gelesen, deswegen zocke ich das mal, habe ich noch nie gezockt. So, und auf geht's, ich hoffe, die Slot kann was. Auch sehr, sehr entspannte Musik.
300 Euro. Jawohl. Läuft. Warum? Komm. Go. Skater! Mäuschen. 40 Cent. Lächerlich. Ein Skater zu wenig. Was haben die Leute denn mit der Slot? Also mir vom Tränen und so. Warum bleibt die denn manchmal echt so stehen direkt? Als ob ich reinskippen würde. Digga, das ist aber auch nicht die Slot, die ich jetzt gut finde, sag ich mal. Die Slot kann bestimmt. Ich würde auch gerne die Features sehen. Aber. Skater! Sei mir nicht gegönnt, oder was? Einfach dreimal Skater, komm, da bin ich glücklich. Dreimal Skater. Skater, komm! Bruder, Mann! Der ist es wert! Das ist wert, 90 Cent, Müll! Skater! Jetzt aber, da ist er doch, komm! Ah, was macht ihr mit mir? Eure Vorschläge, darauf kann ich nicht hören. Blackjack war eure Schuld. Immortal Romance. Ist eure Schuld. Nein, Spaß. Oh, hier. Oh ja. Immerhin mal. Wie viel ist das? 18,5 Buben. 17 Euro. Ist gut. Nein, war natürlich nur Spaß. Ich wollte das Spiel ja auch unbedingt mal sehen. Und ich will auch die Features unbedingt mal sehen. Deswegen. Die müssen jetzt kommen. Skater. Komm. Bruder, Mann, der wievielte Zweck war das jetzt? Neun Erfolg freigeschaltet. Was? Was für ein Erfolg freigeschaltet, Digga? Auf, hier mal Püppchen. 1,60 Euro. Lass mich verarschen. Komm! Mann! Nicht. Sweat über Sweat und nichts kommt und kein Dritter kommt. Skater. Bruder. Aber wie gesagt, sehr entspannte Musik. Mann, ich will die Freispiele sehen. Das Spiel wurde mir doch nicht umsonst empfohlen. In den Kommentaren. Habe ich es ein paar Mal gelesen, wie gesagt. Warum stoppt das so oft rein? Ich mach nichts. Ich habe Autoplay am Start. Und guck da schon wieder.
Ich mach nix. Jetzt geht's wieder normal. Komisch. Mysteriöses Slot. Das geht. Ich glaube, bei 5 Euro gehe ich raus. Bei 5 Euro gehe ich raus. Ich habe jetzt dort. Ich habe die Slot jetzt genug gesehen. Ist okay, sage ich mal. Vielleicht gehe ich da in Zukunft auch nochmal rein, weil ich die Features nicht gesehen habe. Vielleicht kommen sie jetzt aber auch noch. Das gibt es nicht, Alter. Aber sehr oft den Sweat gehabt. Aber bringt mir im Endeffekt dann auch nichts, ja. An dieser Stelle mache ich auch dann nochmal einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn die Abonnentenwünsche heute nicht so erfolgreich waren, schreibt gerne eure Wunschslot oder was ich mal zocken soll. Und vielleicht werde ich in Zukunft dann zocken, vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie ich Bock drauf habe. Und im nächsten Video klettern wir wieder nach oben. Ich hab ein gutes Gefühl schon mal fürs nächste Mal. Und bis dahin, abonniert, kommentiert, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.